Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Ja, wir wollen Alpaca Wonders Ray anzocken. Geschichte, Fakten, Quiz, Optionen, Optionen. Lautstärke, Effekte. Sprache Deutsch. Achso, jetzt bin ich in die Schicht drin. Na, gucken wir erstmal in die Schicht rein. Effekt. Kapitelauswahl, Option, Hauptmenü. Ich will gerade mal testen. Also wir brauchen hier, so wie es aussieht, ist es auch ein schnelles Platin-Spiel. Okay, also nicht nur Text. Wir müssen auch was machen. Also man kann nicht wie bei anderen schnellen Platin-Spielen einfach in den Einstellungen einstellen, dass es halt automatisch weitergeht. Man muss drücken. Ich drücke jetzt einfach mal hier schnell und gucken, was passiert. Aber süß gemacht. Meiner Tochter vorlesen. Jetzt will ich auch wissen, ob man hier wirklich schnelles Platin machen kann. Weil das war eigentlich nicht die Voraussetzung, warum ich das Spiel anzocken wollte. Danke fürs Spielen. Okay. Also die Schicht haben wir jetzt schon durch. Fakten. Ach, jetzt mal. Hauptmenü. So, Fakten haben wir gemacht. Quiz haben wir gemacht. Warte mal, wir machen mal Mitwirkende als erstes. Nee, da gibt's nichts. Quiz. Okay, 10 Quizfragen, die müssen wir aber richtig beantworten, so wie es aussieht. Wie unterscheiden sich Lamas von Alpakas? Gar nicht. Scheiden sich aussehen? Nicht. Peru? Zu welcher Unterordnung der Paarhufe gehören Alpakas? Wiederkehr? Kamelen? Ich würde sagen. Wiederkehr? Nee, Mist.
Runen auf keinen Fall. Lamas? Nicht. Ist. Mist. Okay, man muss alle richtig machen, so wie es aussieht. Fakten. Quiz. Warum werden Alpakas gezüchtet? Alpakas werden in ihrer Wolle gezüchtet. Wie unterscheiden sich Lamas von Alpakas? Das ist falsch. Sie unterscheiden sich in Aussehen und Verhalten. Lamas werden auch oft zum Transport von Waren eingestellt. Wo ist die historische Heimat der Alpakas? Peru. Zu welcher Unterart der Paarhüfer gehören Alpakas? Hey Google. Welcher Unterart gehören Alpakas? Laut Fechtetal Alpakas. Sie gehören wie alle Kamele zur Gattung der Paarhufer in der Unterart Schwielensola. Ich lach, wenn wir das nicht hinkriegen hier. Der Unterschied zwischen Lamas und Alpakas. Wo ist die historische Heimat der Alpakas? Peru? Unterordnung der Paarhufer gehören Alpakas. Hey Google, zu welcher Unterordnung der Paarfüßer gehören Alpakas? Ich habe das hier im Web gefunden. Zu welcher Unterordnung der Paarhufer gehören Alpakas? Ich habe das hier im Web gefunden. Ah, hier. Ja, mach doch mal auf hier. Mach jetzt mal die Wikipedia-Seite auf. Wie heißt die Schrift, für die Alpaka-Wolle verwendet? Was? Schrift. Hey Google, wie heißt die Schrift, für die Alpaka-Wolle verwendet wird?
Hier sind einige Ergebnisse aus dem Web. Alpaka-Fell. Keilschrift. Keilschrift nicht, Runen nicht. Wampu. Auch nicht. Okay. Wer ist der Vorfahre der Alpakas? Hey Google, wer ist der Vorfahre der Alpakas? Laut Mohlbach Alpakas, Vicuna. Lange Zeit wurde das Lama als Vorfahre der heutigen Alpakas angesehen. Wolle. Peru. Mal. Quiz. Wolle gezüchtet. Guck mal. Um mir das jetzt ein bisschen einfacher zu machen. C, A, zu welcher Unterordnung der Paarhufer gehören die Alpaka? Hey Google, zu welcher Unterordnung der Paarhufer gehören die Alpakas? Hier sind die Top-Suchergebnisse. Also C. Wie heißt die Schrift, für die Alpaka-Wolle verwendet wurde? Hey Google, wie heißt die Schrift, für die Alpaka-Wolle verwendet wurde? Folgendes gefunden. Während das Lama Südamerika Alpaka Textilien. Das habe ich, Wampu habe ich, Quiz habe ich. Machen wir mal ein Fragezeichen rein. So. Fragezeichen. Was haben wir denn da genommen? Wampu haben wir genommen. Oh. Nein. A.
ist es nicht. Zu welchem Erfolg? Hey Google, wer ist der Vorfahr der Alpakas? Ich habe das hier im Web gefunden. Wer ist der Vorfahre der Alpakas? Laut Mulbach Alpakas, Vicuna. Lange Zeit wurde das Lama als Vorfahre der heutigen Alpakas angesehen. See. Wer ist Titanotilopus? Hey Google, wer ist Titanolopus? Diese Bilder sollten passen. Da zeigt er mir ein Spiel. Wer ist Titanolopus? Dies sind die Top-Suchergebnisse. Titanolopus. So, Titanolopus. Ach, das ist Englisch. Na toll. Hätte ich mir die Geschichte durchgelesen, wüsste ich's. Zeigt mir Google nur englische Sachen an. Gestorbener Vorfahr. Titanolopus. B. B. Okay, das ist B. Wer ist Luca? So, Fragezeichen. Name eines Vulkans, junge Name, der letzte. T. D. Ja, dann kann man das hier wegmachen. Ist D. Ach, wir haben schon Platin. Ich habe die eine Frage wohl schon mal richtig beantwortet. Muss man jetzt kurz warten. Oh, ist ja dunkel hier.
Ich bin aber auch ein bisschen am Arsch, ey. Plus 8 von 10. Das PlayStation-Menü ist echt so lahmarschig geworden mit der Zeit jetzt. So. Ich hoffe, da arbeitet Sony mal dran, dass da mal was besser wird. Das war am Anfang, wo die PlayStation rausgekommen ist, nicht so lahmarschig, wenn du ein Spiel gestartet hast und im Spiel warst und dann ins Menü gegangen bist oder bei Trophäen geguckt hast oder was weiß ich. Jetzt habe ich mir einen schwarzen Bildschirm, das war nicht normal. Auch das Synchronisieren dauert ewig. Ne, wir haben Platin gemacht. Na toll. Also das war aber eigentlich nicht, das war eigentlich nicht die Voraussetzung, warum ich das Video machen wollte. Ich fand die Bilder nur süß und dachte, das wäre was für mich und meine Kleine. Aber naja, ist trotzdem was für mich und meine Kleine. Machen wir hier beenden, dann werden wir ins Menü kommen. So. Also wie ihr seht, ist es ein schnelles, einfaches Platin-Spiel. Ist süß gemacht, aber ich bin, also wie gesagt, ich hab's nicht wegen Platin, ehrlich gesagt. Aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen auch. Ich finde es schön gemacht mit der Geschichte. Oh, vor allen Dingen, dass die Buchstaben groß genug sind. Wenn wir hier in Geschichte reingehen. Ihr wisst ja, wie es manchmal ist, wenn der Untertitel ein bisschen klein ist und so. So, und hier. Die Buchstaben sind wirklich schön groß. Und vor allen Dingen auch ein dunkler Hintergrund, nicht einfach aufs Bild gemacht. Dass man das schön mitlesen kann, schöne klare und keine verschnörkelte Buchstaben. Finde ich super. So. Dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.